Das Ganze war ein bisschen tricky hier einzurichten. Also wichtig ist vorher erstmal alles auf 000 oben stellen, damit man das überhaupt aufkriegt, das Schloss. Das Schloss herausziehen. So, hier kann man sehen, so ein bisschen, da sind im Hintergrund sind Riegel vorhanden. Man kann es leider nicht richtig sehen, das ist halt so dunkel da drin. Hier steht an der Bedienungsanleitung und 90 Grad das Ganze drehen. 90 Grad geht nicht, aber man kann es so ein bisschen drehen, nach da. Ja? Also einmal nach da drehen quasi. Ja? Dann stellt man hier den Zahlencode oben ein, den man haben möchte. Dreht das hier wieder zurück so ein bisschen, dass das ausgerichtet ist. Das ist wichtig. Ja? Also wenn man jetzt hier reinguckt, man kann immer noch nicht sehen, ja, aber die Riegel sind da nicht da. Wenn man jetzt aber hier eine Riegel sehen würde, wenn man ein bisschen Licht reinhält, dann kann man hier oben noch ein bisschen verstellen, dann sieht man schon mal, dass man nicht in der richtigen, korrekten Ausrichtung ist. So, dann nehme ich das Schloss wieder. Ja, funktioniert nicht so einfach. Zack. Und ist wieder drin. Perfekt. Und ich habe meinen Zahlencode, den ich haben möchte.